Ja, hallo, einen wunderschönen Abend. Also es wird schon leicht dämmerig draußen. Ich habe mich jetzt entschlossen, ein neues, weiteres Video zu machen. Mein Name ist Thomas Wilfert und ich beschäftige mich mit der Zeitgestalt, das heißt mit der Qualität der Zeit. Was mich also interessiert, ist an jeglichem Phänomen, an jeglichem Geschehnis, die Qualität. Es gibt sozusagen bei jedem Ereignis, sei es eine Geburt, sei es ein besonderes Geschehnis, dem man Wert beimisst während des Lebens. Man erhebt sozusagen die Zeitgestalt, indem man versucht, das, was Sache ist, hinter dem Phänomen aufzuspüren. Also man hat einerseits ein Phänomen, eine Sache, die man rein äußerlich beurteilen kann, und nach der man sich dann auch inhaltlich fragen kann, was hat mir dieses Ereignis zu sagen? Oder in Bezug auf eine menschliche Geburt, welche besonderen Begabungen, Fähigkeiten schlummern in diesem Menschen? Was ist notwendig zu entfalten? Wo liegen also die Möglichkeiten und wo liegen auch die Grenzen? Dafür, wie gesagt, benötigt man den Tierkreis oder ein Modell des Tierkreises in der Weise, wie es eigentlich seit Jahrtausenden üblich ist. Es gibt leichte Verschiebungen innerhalb des Tierkreises. Das bezieht sich auf die Entdeckung von Planeten und deren Zuordnungen zu den Tierkreisbildern. Das Statische des Tierkreises allerdings, wie es seit Jahrtausenden festliegt, hat sich diesbezüglich nicht verändert. Also das Bild, das ich Ihnen hier jetzt zeige, das ist ein typisches Tierkreisbild mit seinen 12 Zeichen. Und diese 12 Zeichen bilden sozusagen eine homogene Einheit, eine Abfolge von Wirkungszusammenhängen. Dabei hat man nun die Möglichkeit, sich denkerisch hineinzuarbeiten, und zwar in der Weise, dass man, egal im Grunde, bei welchem Ausgangspunkt man beginnt, immer wieder sozusagen schlüssige Ergebnisse bekommt. Das Urbild des Tierkreises, wie es hier vorliegt, ist also sozusagen das Abbild in seiner Entwicklung, wie es vorliegt hier vom Fisch quasi hinaus, vom Fisch hier in diesem oberen Weg bis zum Widder, ist also eine geordnete Abfolge von Tierkreiszeichen. Es besteht dabei nicht die Möglichkeit, irgendetwas auszulassen. Das heißt, die Abfolge ist durchaus sinnvoll. Und wenn wir das jetzt etwas durchgehen, dann wird sich das gleich offenbaren. Wir beginnen also beim Urbild des Fisches. Der Fisch ist sozusagen im Sinne der Zuordnung hier der Neptun, immer der Planet dabei und auch die Zuordnung zum Element. Das ist jetzt nicht so wesentlich. Entscheidend ist, wie gesagt, das Urmodell hier im Äußeren zeigt hier das Bildnis des Fisches. Und der Fisch ist sozusagen das Prinzip, aus dem die Dinge sich entfalten, aus dem sozusagen das große Werden und Hervorgehen alles Lebendigen beginnt. Wobei dieser Beginn im Dunkel liegt. Der Fisch sagt gleichzeitig etwas darüber aus, dass das, wo der Beginn oder der Anfang letztlich liegt, sich entzieht. Also dem Anfang umgibt das Entzugshafte, das heißt das Nichtgreifbare, oder schwer Greifbare. Etwas, auf das man keinen unmittelbaren Zugriff hat, sondern etwas, was sich einem zueignet, sodass man durchaus davon sprechen kann, dass das Leben etwas ist, das sich einem zueignet. Man hat sich schließlich nicht selbst gemacht, nicht erfunden, sondern man ist durch andere da. Man ist eine Lebensform, die schon basiert auf das, was vorher geschehen ist. Und alles das, was vorher geschehen ist, reicht immer noch weiter zurück, sodass wir schließlich in den Anfang hineingelangen, in den Anfang der Dinge. Und dieser Anfang aber etwas ist, nicht zu verwechseln eben mit Beginn. Beginn hat schon etwas mit bestimmten Zeitpunkten zu tun. Der Anfang letztlich ist immer in den Dingen gegenwärtig als jenes, was sich entzieht. Also das Anfängliche im Sinne des Ursprünglichen, und dieses Anfängliche haftet dem Neptun an.
Die Abfolge des Tierkreises sagt dann, nach dem Neptun, also nach dem Lebensspender, kommt der Wassermann. Der Wassermann ist der Ursprung des Prinzips des Neptun. Also aus dem Namenlosen des Neptun, aus dem Ungreifbaren, der Grieche sagt dazu, er nennt dieses Ungreifbare, also die alten Griechen, das Apeiron, das grenzenlos Unbestimmbare sozusagen. Dieses Apeiron, aus diesem Apeiron heraus schöpft nun das Bildnis des Wassermanns, die Gestalten. Und so ist, so dass der Wassermann quasi das Schöpferische des Tierkreises ist. Der Wassermann schöpft das Gestalthafte und im Schöpfen werden die Dinge bestimmbar. Das heißt, aus dem Unbestimmbaren heraus wird durch den Akt der Schöpfung etwas bestimmbar. Vergleichsweise, wie man einen Schöpflöffel oder eine Kelle hinein in die Ursuppe taucht und dann mittels dieses einen Schöpflöffels heraus etwas bestimmbar macht. Und diese Bestimmbarkeit erlangt es dann durch diesen Schöpfungsakt im Steinbock als das dritte Tierkreiszeichen, also Fisch, Wassermann, Steinbock. Und diese drei gelten als sozusagen die großen, schwierigen Gesellen im Tierkreis. Das ist das, was für uns letztlich, wenn wir von Schicksal sprechen, meinen wir im Grunde jenes Ungreifbare, das sich uns zueignet. Jetzt ist Schicksal womöglich ein Begriff, der vielseitig belegt ist mit einer Negativität. Für mich ist Schicksal allerdings jegliches. Also Sie können hier nicht nur von Schicksalsschlag sprechen im Sinne von einem schlimmen Ereignis, also etwas, was einem zutiefst betroffen macht, sondern Schicksal ist ja auch, wenn Sie im Lotto gewinnen, auch das können Sie nicht beabsichtigen. Sie müssen natürlich einen Schein ausfüllen und die entsprechenden Bedingungen erfüllen, um gewinnen zu können. Aber dass Sie gewinnen, das können Sie nicht wollen. Das kann man nicht erwirken, sondern das ist etwas Glückhaftes. Und auch dieses Glückhafte ist letztlich Schicksal, ist etwas Gestiftetes. Wobei man noch ergänzend sagen muss, dass angeblich nur 70 oder 80% derer, die hier gewinnen, sogar später unglücklicher werden. Also kann sich im Sinne des Schicksals ein Geschenk durchaus als eine Hybris erweisen. Aber das wäre jetzt zu weit gedacht. Auf jeden Fall ist der Weg vom Fisch über den Wassermann in den Steinbock schon das Entscheidende im Tierkreis. Wir haben hier die zugeordneten Bewegungsprinzipien des Neptun, des Uranus und des Saturn. Also der Weg vom Unbestimmten zu seiner Bestimmbarkeit. Das heißt, wenn wir nach dem Bestimmenden für das Leben fragen, dann fragen wir nach dem Saturn. Wenn wir nach dem Ursprung fragen, nach dem Wassermann, und wenn wir nach dem Prinzip des Bestimmenden fragen, immer nach dem Neptun, dem Fisch. Und diese drei ermöglichen also jedes Geschehen, und so dass das Geschehen des Wachstums, jegliches Wachstum auch abhängig ist von diesen. In diesen dreien liegt auch das Maß für das Leben oder das Maß für jegliches Leben oder das Maß für jegliches Sein. Also auch für jeden Organismus, gleich wie ob es sich um eine Pflanze, ein Tier oder einen Menschen handelt. Dieses Maß braucht nun, und wenn wir uns überlegen, dieser vierte Quadrant hier hinten, wie wir ihn nennen, diese drei zusammen, müssen sich nun ereignen. Und der Schwelleneintritt ist immer vom Steinbock in den Schützen. Das sogenannte Medium Zöle, die Himmelsmitte, also vom Steinbock in den Schützen. Wenn der Steinbock nun das Bestimmende ist, dann ist der Schütze das Fügende. Also das sich einer Bestimmung zu fügen Habende. Der Schütze ist der große Füger, er muss nun das, was sozusagen der Bestimmung entspricht, zusammentragen, zusammensammeln. Der Schütze ist der, der quasi herumsaust und alles zusammenträgt, was für diese Bestimmung notwendig ist. Er bringt dann das, was er gesammelt hat, dem Skorpion, der schmiedet daraus eine Form, gleich dem Hephaistos der griechischen Mythologie, dem Götterschmied. Und dieser Hephaistos muss dann das so solche Art Geschmiedete freigeben in die Waage. Er muss sozusagen das Geschmiedete sein, das geschmiedete Leben zu eigener Gestalt freigeben. Sie haben also hier diesen oberen, diesen genotypischen Weg
diesen Schicksalsweg, und dem gegenüber nun haben sie den unteren Weg, der ins Phänomen hinein, vom Widder über den Stier, Zwilling bis zur Jungfrau. Dieser untere Bereich ist das Äquivalent zum oberen, wie oben, so unten, so der alte Spruch des Hermes Trismegistus, eines persischen Weisen und Gelehrten vor 5000 Jahren, auch der hatte sich schon mit dem Tierkreis befasst. So dass zu sagen ist, das, was oben gestiftet ist, braucht unten einen geeigneten Boden, und es formt sich auch selbst natürlich diesen Boden. Wenn man jetzt das erste Prinzip, den Fisch, nimmt, dann hat der Fisch sein Äquivalent im Widder. Also das Genotypische des Fisches hat sein Äquivalent im Widder, in der Erscheinungsform. Beides sind also Energieformen. Der Widder wäre in dem Sinne die grobe Energie, die messbare Energie jegliches Phänomens, also wo sie sich womöglich mit Instrumenten annähern können, während der Fisch jene Energie ist, die sich jeglicher Instrumentalisierung entzieht. Der Fisch ist nicht messbar. Er ist jene Größe, wie gesagt, jene Größe, die dem Mythos des Lebens, also dem Ungreifbaren des Lebens entspricht, und wir können uns im bildhaften Sinne dem auch nur nähern, indem wir einfach vom Ungreifbaren sprechen, und uns als Astrologen äußert sich das Ungreifbare sozusagen als Bild. Aber wir selbst wissen auch nicht genau, womit wir es zu tun haben. Aber wir wissen, wie sich dieses ungreifbare Prinzip im Leben des Menschen äußert, weil wir haben die Möglichkeit, das über ein gestiftetes Ereignis zu sehen, wie sich sozusagen der Fisch im Tierkreis auswirkt. Dazu noch später. Auf jeden Fall ist der untere phänotypische Weg insofern dann notwendig, da es ja einer Erscheinung bedarf, um überhaupt, also wir müssen existieren, wir müssen seiend sein, um überhaupt über das Nicht-Seiende sprechen zu können. Wir haben einen Körper, der auf Zeit zu betätigen ist, also der seine Zeit hat, und wir sollten diese Zeit möglichst gut nützen auch. Also insofern ist der Widder, wie schon gesagt, ist diese Energieform, die Erscheinung konstituiert, ohne noch selbst sich zu verdichten. Das ist alles das, was an Atomen, Molekülen, an Bestandteilen, was vergegenständlichbar ist und als solches eine messbare Größe. Der Widder hat zur Folge den Stier, der Stier ist schon der nächste Schritt. Es ist hier verdichtete Materie. Zunächst die Energie, dann die Materie, die sich sozusagen die Energie, die sich zu einer Materie verdichtet hat, das ist der Stier. Klingt jetzt sehr naturwissenschaftlich. Schöner ist es poetisch zu sagen, der Wassermann ist der Ursprung des Lebens, und er braucht sozusagen, der Himmel braucht als Äquivalent die Erde, den Stier. Und wie der Rainer Maria Rilke sagt in einem seiner Gedichte, die Erde ist das Tragende und Fruchtende, das Gewässer, Stein und Tier umhegt. Ein wunderschönes Bild. Also der Himmel hat als Äquivalent die Erde, der Wassermann den Stier. Im nächsten Schritt vollzieht sich dann im Weg zum Steinbock, also zur Bestimmbarkeit oder zum Bestimmenden für ein Dasein. Hier hat sozusagen im phänotypischen Bereich der Zwilling das Sagen. Der Zwilling sozusagen hat sich im Grunde dem Kommando des Steinbocks zu fügen. Der Steinbock ist das Bestimmende und der Zwilling als Erscheinungsform ist das ausführende Organ der Bestimmung. Also oben die Bestimmung, unten die Regel, wenn man so will. Hier haben wir gleich in diesem Bild diesen großen Konflikt. Wenn wir den griechischen Mythos nehmen, und streng genommen gibt es auch nur diesen einen, weil Mythos ist ein griechisches Wort, so gibt es in der griechischen Götterwelt den Konflikt des Kronos mit dem Uranos. Das heißt, es gibt hier diese Geschichte, an der sich auch natürlich der Tierkreis anlehnt, dass sozusagen der Stier als die Urmutter sich gegen den Himmel wendet, dass sozusagen der Sohn, der Zwilling der Urmutter ist, also und des Himmels, der Sohn von der Mutter angestiftet wird,
Also Kronos von der Gaia, um die griechische Bezeichnung zu nehmen, sich gegen den Vater zu erheben. Und es gibt das Bild sozusagen, in dem der Kronos, der Sohn der beiden, dem Vater das Glied durchtrennt und damit die Verbindung von Himmel und Erde trennt. Das ist gleichzeitig vermutlich überhaupt ein Schöpfungsmythos, ähnlich wie dem biblischen, wo es auch zur Trennung kommt, sozusagen durch die Vermessenheit, dadurch, dass man ein Verbot quasi, ein Verbot übertritt. Der Kronos, der schließlich, allerdings der Mythos geht hier so aus, dass der Kronos quasi völlig maßlos ist und nun entfesselt wie ein bestimmungsloser Zwilling, der sagt, ich mache alles, sozusagen, es gibt für mich keine Grenzen. Alles, was ich tun kann, alles, was machbar ist, gehört auch gemacht. Er ist ohne inneres Maß und letztlich richtet sich dieses Tun auch wieder gegen seine Mutter, sodass die Mutter im Grunde merkt, dass es noch schlimmer gekommen ist, also dass es durch die Abtrennung vom Vater noch schlimmer geworden ist. Also der Sohn wütet wesentlich schlimmer noch als der Vater, sodass sie beschließt, quasi ihren Sohn wiederum zu entmachten und einen neuen Sohn gebiert. Und das ist dann die Herrschaft des Zeus, der dann die des Kronos ablöst. Und wir werden später sehen, Zeus gehört dann vielmehr in die Entwicklung vom Krebs in die Jungfrau hinein. Also der Zwilling sozusagen schließt die Seite ab, wo es um Vergegenständigung geht. Nach dem Zwilling haben wir dann das Geschehen des Lebens als Wachstum, also das, was als Wachstum sichtbar wird an den Dingen. Das ist der Krebs, der Löwe und die Jungfrau, diese drei Stadien, der Krebs als Potenz sozusagen des Lebens, des Gewachsenen, der Löwe als die Blüte am Gewachsenen, also das Blühen des Lebens und das Aufgehen im Leben selber in seiner Unmittelbarkeit, die Hingabe an das Lebendige und die Jungfrau als drittes Stadium schon in gewisser Weise eine Erkenntnis daraus ziehen, aus dieser Hingabe an das Leben, eine Art von Ökonomisierung oder eine Deutung des Lebens, eine gewisse Vorsichtnahme in Bezug auf das Leben. Und wie gesagt, aber oben herum haben wir den Weg vom Steinbock in den Schützen, Skorpion und Waage gehabt, sodass die Entsprechung von Schütze, Skorpion, Waage unten eben ist Krebs, Löwe, Jungfrau. Was jetzt wichtig ist, dass dieser obere genotypische Bereich quasi für das Leben jegliches, sozusagen jegliches Ereignis bereithält. Also die obere Hälfte wird Ereignis in der unteren Hälfte. Und die untere Hälfte als Herberge für das Leben und für das Schicksal hat sich nach dem Maß des Himmels zu vollziehen. Und dort, wo dieses Maß abwesend ist, wo es verweigert wird, beginnt das Leben zu entarten. Also beginnt das Leben sozusagen sein Maß zu verlieren. Das, worum es aber hier geht, ist die Entwicklung eines Individuums zur Eigenart. Wenn Sie jetzt eine menschliche Geburt hier nehmen und diesen Ereignis und diesen Lebensweg wandern, dann ist es letztlich so, dass das Leben sich dem Ungreifbaren verdankt, also vom Mythos gestiftet wird und sich quasi im Individuum vollzieht, im Geschehen eines Lebens. Und wenn sich der Mensch hingibt an dieses Schicksal, das er ist, es gibt ja letztlich nicht diese Differenz, es gibt ja immer wieder wird gesprochen, wenn Sie zum Beispiel erkrankt sind, sagen Sie immer, ich habe diese Erkrankung, und ich habe Grippe, nicht? Im Grunde ein völlig verkehrter Terminus, weil wenn Sie Grippe haben, also wenn Sie das haben, dann können Sie es nehmen und können Sie es weglegen. Und es ist ja vielmehr umgekehrt, die Grippe hat Sie. Das heißt, Sie sind Grippe. Und das ist etwas, was ganz wesentlich ist, weil das ist der erste Ansatz zur Lösung. Das heißt, Ihr Sein ist
Grippe, wenn Sie so wollen. Und unser Sein jetzt ist Corona. Wir sind alle Corona. Das allerdings zu einem anderen Zeitpunkt. Aber was hier noch wichtiger scheint, um letztlich darüber zu sprechen, was Immunität oder auch Identität ausmacht. Sie haben hier diesen Übergang vom Krebs in den Zwilling. Also das sind Abfolgen im Tierkreis. Und die Abfolgen sind natürlich Zusammenhänge. Sie haben im Krebs die Fülle des Lebens. Sie haben auch das, was Sie sozusagen, diese Schaltstelle, wo Sie das, was Sie leben, empfinden können. Also wo Sie das Leben, das Sie sind, in sich finden können. Also empfinden kommt von in sich finden. Sie finden sich selbst quasi in sich, nämlich als Gestalter Zeit, als Gestalter Welt. Das heißt, sie im Grunde eine Art der Selbstgeburt. Und diese Selbstgeburt haben sie nach der ersten Geburt, die sie nicht beeinflussen konnten, haben sie natürlich mit zu vollziehen. Da können sie sich daran beteiligen. Das heißt, der Krebs ist im Grunde schon jenes, wo das Leben quasi seine ganze Fülle entfalten darf und diese Fülle, die sie sind. Das heißt, die Übereinstimmung des Schicksals mit dem Ereignis des Seins, mit dem, was sie sind. Also wenn das Schicksal mit dem Leben, das sie sind, übereinstimmt, dann haben sie das, was wir eine Identität nennen. Also Identität ist nicht, dass ich heiße so und so und ich bin da und dort geboren, sondern Identität ist die Übereinstimmung eines Individuums mit seinem Schicksal. Da passt dann kein Blatt Papier mehr dazwischen. Das heißt, sie haben diese Ereignisse, die in diesem Plan angelegt sind, vollzogen. Sie haben damit gerungen, sie haben sich ihr Leben errungen in gewisser Weise, was für den einen einfacher, für den anderen schwieriger sein kann. Aber immer geht es darum, sein Leben zu erringen und zu erfüllen. Und wenn sie diese Fülle dann haben, dann sind sie hier im Krebs angelangt und diese Fülle quasi stiftet ihre Identität. Sie fühlen sich mit dem Schicksal identisch. Sie sagen am Ende, es war gut, ich habe das vollbracht, was zu vollbringen war. Und diese Identität führt dann vom Krebs in den Zwilling. Diese Identität stiftet Immunität. Das heißt, wenn Sie von einem guten Immunsystem sprechen wollen, dann brauchen Sie eine Identität. Das heißt, die Unverwechselbarkeit einer Individualität, eines individuellen Seins, weil niemanden gibt es zweimal. Jeder ist einmalig und unverwechselbar. Und diese Einzigartigkeit haben sie zu vollbringen. Und diese Einzigartigkeit haben sie dem Neptun, dem Mythos ihres Lebens zu verdanken, dem Ungreifbaren, gleich wie ob sie gottgläubig sind oder nicht. Aber auf jeden Fall haben sie es immer mit etwas zu tun, das ihren Respekt verlangt. Denn es steht bei Hölderlins Empedokles in der Veröffentlichung der Satz, oder es ist, glaube ich, der Titel der Veröffentlichung, O Mensch, ehre das, was du nicht verstehst. Also gleich wesentlich, wenn es heißt, Mensch, ehre das, was du nicht verstehst, dann bezieht sich das auf den Neptun, auf den Mythos des Lebens. Und der Mythos ist insofern also das, was Wahrheit stiftet, was das Wahre stiftet und nicht das Unwahre, auch nicht das Halbwahre oder das Unrichtige, sondern der Mythos ist das Ganze des Seins. Der Mythos ist letztlich das Wahre, worauf wir uns beziehen, aber in je verschiedener Weise. Jeder hat das Wahre für sich zu erschließen in verschiedener Weise, also können wir dann von Richtigkeiten sprechen oder von verschiedenen Zugängen zu diesem Wahren, aber das Wahre ist etwas, was uns von Anfang an unseres Daseins anspricht und anstiftet, uns selbst zu ergründen und zu begreifen. Und dieses Begreifen als ein Lebensweg, in welcher Qualität auch immer, aber dieser Wille, etwas zu begreifen, ob Sie mehr der Typ sind, der etwas empfindet, spürt, oder ob Sie der geistig-intellektuell verklärte Menschen, immer sind sie aufgerufen und aufgefordert, zu dieser Ergründung
ihres Selbstseins oder zur Ergründung des Seins überhaupt. Und wenn sie auf diesem Weg sind und sich den Ereignissen des Lebens, die zu ihnen gehören, stellen, dann stiften sie ihre Identität mit. Und wenn sie diese Identität bei sich versammelt haben, dann sind sie auch immun. Sie sind nicht völlig, sozusagen, nicht völlig sicher vor Erkrankungen, aber es ist so, dass im Grunde, umso mehr Identität sie haben, umso größer ist ihre Immunität, umso größer können sie Schädliches abwehren. Das scheint ganz entscheidend sein. Und in diesem Zusammenhang möchte ich auf mein nächstes Video verweisen, wo es sich um Homöopathie handelt und inwiefern die Homöopathie imstande ist, sozusagen Identität zu stiften und damit eine echte Immunität zu ermöglichen und eine echte Gesundheit. Aber das gehört ins nächste Video. Vielen Dank für das Zuhören. Wir sehen uns wieder.